sich der... Mr. Hawk befindet sich nicht zum ersten Mal in diesem Gericht. Der Angeklagte plädiert auf nicht schuldig. Das könnte schwer werden. Hey, wo ist das, Junge? Schicke Frisur. Hören Sie, in ein paar Minuten... Ich bin ein Kämpfer für die Freiheit. Vertrieb die Staatsanwaltschaft. Sie werden zu gegebener Zeit die Gelegenheit haben, für das Zeug von sich zu geben. Euer Ehren, der Staatsanwaltschaft liegt ein Video vor, das den Angeklagten bei der Ausführung der meisten Straftaten zeigt, die ihm zur Last gelegt werden. Wir möchten erneut betonen, dass der Angeklagte in unseren Augen geistig krank ist und zur sofortigen und umfangreichen psychiatrischen Begutachtung eingewiesen werden sollte. Doch da Euer Ehren dieses Gesuch bereits abgelehnt hat, setzen wir unsere Beweisführung. Es ist alles in Schwarz-Weiß, auf Englisch, Französisch, Chinesisch und Tex-Mex. Vernichten Sie die Kartenzwerge, bevor es zu spät ist. Oh, meine die UN wird nicht eher ruhen, ehe sie all unsere Gehirne kontrollieren. Baldwins UN-Gedankenkontrollcenter, meinen Sie? Ich kämpfe für uns alle. Verstehen Sie das denn nicht? Die Staatsanwaltschaft möchte Ihre Forderung wiederholen, den Angeklagten zur psychiatrischen Untersuchung einweisen zu lassen. Nach dem Fall des Siebten Reichs hat die UN ihren Plan gefasst. Und die Gartenzwerge haben Augen, das sind Kameras. Ach, sie haben Ohren, hallo, das sind Mikrofone. Sie übertragen Signale an die Firmen, die Relais, die Satelliten. Sie haben Infrarot-Hirnwellenmonitore, die einen dazu bringen, Dinge zu tun, Sachen zu denken, die man normalerweise nur eine Spritze tut. Niemand kann beweisen, dass die Karre angezündet hat. Komm ich nicht hin. Ich brauche was anderes. Sie kriegen ja ein paar Sozialstunden aufgebrummt. Wir gehen nach Hause. Hey, nehmen Sie die Finger weg! Gott, was würde ich jetzt für eine Zigarette geben? Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, dann passiert dir nichts. Ach, das sieht mein Anwalt aber ganz anders. Ich habe Geschichten über diesen Richter gehört. Der soll knallhart sein. Hart, aber fair, weißt du? Streu einfach eine Bemerkung über die Queen ein, dann hast du ihn auf deiner Seite. Die Queen? Ja, offenbar ist er zu 25% Brit. Und seit er das weiß, ist er besessen. Sie dürfen hier nicht rein, Sir. Warum? Was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO abgestürzt oder so? Ist es ein geheimes Regierungslabor? Sagen Sie nichts. Ein albtraumhafter Folterkeller, in dem Gefangene in einem Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten. Kommen Sie, Sie können es mir sagen. Ist das, er macht es nur mit Briten, das oder ist, was? Das ist, okay, wow, bist du doof. Also, weiter. Gehen wir später was trinken? Ich meine, wenn dieser durchgeknallte Richter dich nicht einbuchtet? Klar, außer du bist auch so ein Anglophile. Ich bin nämlich durch und durch Amerikaner. Oh Mann. Hat mir den ja. Mein neues Mädchen. Das ist doch nicht mein Mann. Ja. Nein. Gehst du also mit den anderen Mädels zur Girls Night nächste Woche? Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Ich bin ja, nicht... Man. Das ist nicht... Das ist einfach nicht so mein Ding, weißt du? Hey, du musst dich doch von mir nicht rechtfertigen. Mein Ding ist das auch nicht. Du bist witzig, Bill. Ich meine... Nein, ich meine, du bist süß. Du versuchst nicht Lass ständig von so meinem zu sein. Charme nicht täuschen, Jelly. Klarer Fall von Hexen. Dahinter versteckt sich nämlich ein ganzer Kerl. Das weiß ich doch. Das finde ich dich nicht so interessant. Du findest mich also interessant. Hey, Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Hey, hören Sie schlecht? Haben Sie was an den Ohren?
Nein. Okay, gehen Sie weiter. Hey, gut. Hey, gut, meine Fresse. Das kann ich halt aggressiv werden. Tja, wie komme ich jetzt da ran? Aber verdächtig nach einem Geständnis, Mr. Hawk. Hey, wie geht's? Langweilig! Seien Sie still, Mr. Hawk. Der Typ ist dann durch. Nein. Gute Fälscher! Wo haben Sie das Video produziert? Wir haben wie das Video nicht produziert, Mr. Hawk. Wie können Sie nachts ruhig schlafen? Das sind Sie, von der Kamera auf frischer Tat ertappt. Was machen Sie da? Oh, ja, ja. Oh, oh, ich glaube, ich weiß, wie das endet. Der Kopf ist eine multiple Persönlichkeit. Er war die ganze Zeit der Seele. Schön, Sie zu sehen. Alles in Ordnung? Also machen wir kurz Pause. 5 Minuten, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist klar, das ist überlastet. Die uralte Elektrik hier verträgt die Hitze nicht. Ich kümmere mich darum, keine Sorge. Oh Mann. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen, okay. Sir? Eine Angestellte, dürfen den Punkt mal schreien. Da wären nur noch 2. Ja, hier spricht John Turner. Ich rufe wegen dem Puppenhaus an, das Sie zu verkaufen haben. Ja, okay, aber hören Sie. Hier ist kein Zutritt. Keine Toilette. Schön. Sehr gut. Sie dürfen da nicht rein, Sir. Ich behalte Sie im... Ich sagte doch, hier ist kein Zutritt. Und jetzt gehen Sie. Sind Sie taub? Ich dachte schon, hier wird's gleich unangenehm. Gott sei Dank ist nichts passiert. Oh Mann. Wie geht's? Halten Sie die Hände so, dass ich Sie sehen kann. Wir gehen jetzt nach hinten in den Gerichtssaal. Sie werden mit niemandem reden oder stehen bleiben. Der Richter ist nicht für seine Geduld bekannt. Hey, nicht stehen bleiben. Schön, gehen Sie weiter. Bitte
nehmen Sie Ihren Platz ein, dann bringen wir die Sache endlich zu Ende. Suchen Sie Streit? Als Richter habe ich bei der Urteilsfindung in Fällen wie diesem großen Spielraum. Der Kontext ist wichtig. In all meinen Jahren als Richter habe ich für Straftaten, die Ihnen zur Last gelegt werden, wohl noch nie jemanden mit mehr als der Mindeststrafe belegt. In Ihrem Fall aber nutze ich diesen Spielraum, um das Strafmaß voll auszuschöpfen. 2 Jahre Haftstrafe sowie eine Geldstrafe von $10,000. Die Strafe wird im minimalen Strafvollzug in Rapid City verbüßt. Das war's. Kann bitte jemand die nötigen Schritte einleiten und den Verurteilten einsperren? Ah, ich verstehe. Sie haben den Richter gehört. Vorwärts, gehen wir. Die Sitzung wird in 45 Minuten fortgesetzt. Schon wieder. Langsam habe ich's satt. Wann kapieren Sie es endlich? Folgen Sie mir. Ich sollte Ihnen einfach den Schlüssel geben, das wäre einfacher. Na, ich habe gehört, der Richter hat Sie endlich mal richtig verknackt. Ich habe Sie gewarnt, Blödmann. Irgendwann gehen Sie zu weit, habe ich gesagt. Jetzt wandern Sie mit irgendeinem Wichser in eine Zelle. Aber keine Sorge, mein Freund. Sehen Sie sich an. Sie tut mir fast leid. Na, egal. Das Gebäude wurde abgeriegelt. Wir hatten ein paar Probleme, also haben wir eine hübsche Zelle für Sie. Weit weg von den bösen Jungs. Fürs Erste. Oh Mann. Das ist ein verdammtes Paradies verglichen mit dem Laden, wo Sie die nächsten paar Jahre verbringen werden. Lady. Hey, Schwanzgesicht. Ein alter Freund ist wieder da. Willst du ihn nicht begrüßen? Was habt ihr denn für ein Problem? Seht ihr nicht, dass ich meine Geschichten lesen will? Ja, wie auch immer. Und zieh einfach den Kopf ein, dann passiert dir nichts. Blöd. Er gehört dir. Ja, dir auch. Frohe Weihnachten. Oh, tut mir leid. Das ist politisch unkorrekt. Frohe Feiertage. Los. Sag ihn nicht so grob an. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Sturkey lässt grüßen. Hey, stoppen Sie mich. Ich kenne meine Rechte. Tja, jetzt kennen Sie auch meine Linke. Der Safecode ist 200568. Ich helfe Ihnen raus. Danke. Du bist ein guter Kerl. Deswegen bleibst du noch am Leben. Sheriff Scott? Was? Ich bin beschäftigt! Ich weiß. Aber tut mir leid, Sheriff. Es kann warten. Das will ich mal. Ich will versuchen, da
Oh, nicht durchzukommen. Nach einem kleinen Cut.